39 Stunden und 10 Minuten. So lange hat die vorberatende Kommission über das neue Wassergesetz beraten und diskutiert. Jetzt muss der Kantonsrat entscheiden, was damit passiert. Für den Rudi Leis von der SP ist klar, es muss abgelehnt werden. Eine Annahme wäre ein Tritt gegen den Wasserschutz. Es ist einfach so, dass der Kanton Zürich ganz grosse Chancen verpasst, zu lebendigeren Gewässern zu kommen. Und wenn man im nächsten Sommer dann wieder sieht, wo die Zürcherinnen und Zürcher sich gerne erholen, dann ist es natürlich am Wasser. Sie schauen gerne aufs Wasser. Und die Ansprüche an unsere kantonale Gewässer, die uns gehören, uns, jedem einzelnen Bürger, die Ansprüche werden nicht befriedigt. Ganz anders sieht das der Martin Haab von der SVP. Es ist sicher eine Erleichterung im Umgang mit dieser ganzen Thematik. Und wir denken, es kommt ausgewogen daher, wo viele, viele Bedürfnisse von unserem Kanton und von unserer Bevölkerung abgedeckt sind. Für das Gesetz ist auch der Regierungsrat. Der Vorsteher vom Baudepartement sagt, es ist eine klarere Formulierung der geltenden Normen und auch die Weiterentwicklung von diesen Normen. Und ich denke so, wie es rauskommt, und wir wissen eigentlich schon, wie es rauskommt. Es ist ein gutes Gesetz, es ist ein fortschrittliches Gesetz. Und da kann der Kanton Zürich damit etwas anfangen und stolz sein. Die Beratung des Gesetzes geht mindestens 2 Kantonsratssitzungen. Das wegen der Länge des Gesetzestexts und den vielen verschiedenen Anträgen, die eingegangen sind. Außerdem gibt es grosse Streitpunkte, wie zum Beispiel eine Teilprivatisierung von der Grundwasserversorgung, die mit der Vorlage möglich werden könnte. Die Privaten wollen jetzt an das hin, wollen via Dividenden die Gewinne in ihre eigenen Taschen lenken. Das darf auf keinen Fall sein. Und die sichere Trinkwasserversorgung, das darf auf keinen Fall gefördert werden. Das wollen wir, und ich glaube, das will auch die Bevölkerung in den staatlichen Händen, sprich in den Händen der Gemeinden, behalten. Das wird auch ein bisschen aufgespielt von der linken Seite. Es geht ja da nicht um eine volle Privatisierung von diesen Wasserversorgungen. Sondern da gibt es einfach Möglichkeiten, dass sich auch das ein bisschen öffnet, Richtung private Interessen oder private Beteiligungen. Eine grosse Mehrheit vom Kantonsrat hat den Antrag auf komplette Rückweisung mit 118 zu 53 Stimmen abgelehnt und ist so auf die Debatte über die Vorlage eingetreten.